Puh, das wird jetzt ein Auftrag, aber ich freue mich drauf. Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Hannover 96, der neue Karrieremodus hier auf dem Kanal. Ja, die dritte Episode hiervon und wir sind heute angekommen in der Bundesliga, beziehungsweise beim Bundesliga-Auftakt von Hannover 96 gegen den SV Darmstadt 98 und zum zweiten Spiel gegen Leverkusen werden wir innerhalb dieser Episode auch noch kommen. Zudem werden wir einige interessante, beziehungsweise was heißt interessante, einige Transfers einfach machen. Unter anderem haben wir ja Oikonomu auf der Liste, wir haben Bakogu auf der Liste, wir haben Diakite auf der Liste. Das sind so Spieler, die für mich interessant sind. Ihr habt natürlich gerne in die Kommentare geschrieben, was ihr sehen wollt, aber wie gesagt, ich habe das so ein bisschen freie Hand und ich habe das im Voraus aufgenommen, weil ich ein bisschen vorproduzieren musste und von daher, ja, musste ich da ein bisschen, ich sag mal, improvisieren. Wir bieten für Oikonomu Schuld und 2 Millionen. Das ist theoretisch ein gutes Angebot, aber ich sage euch jetzt schon mal im Voraus, die werden das nicht annehmen, denn auch die haben erkannt, dass Schuld an Altersschwäche leidet und wollen den dementsprechend nicht haben. Wir sind noch im Juli, wir sind bald im August und wer richtig hier aufgepasst hat, der weiß, Mitte August geht's los mit der Bundesliga. Davor ist normalerweise Pokal, das ist in FIFA nicht so, das ist ganz gut, weil so haben wir mehr Zeit, unseren Kader nochmal ein bisschen vorzubereiten. Leon Dendonka ist auch ein sehr interessanter Spieler, den ich gerne hätte haben wollen, aber in meinen Augen ein bisschen unrealistisch. Dementsprechend habe ich da die Finger von gelassen, beziehungsweise nur ein lächerliches Angebot mit einer lächerlichen Ablöse gemacht. Dazu Kabasele, der ist auch nicht so geil. Kums, ja, hat mir auch nicht gefallen und Defour an sich nicht schlecht, aber auch nicht gut genug. Hier, den Donker seht ihr hier, der hat einen Marktwert von 4,6 Millionen. 5,9 sollen wir angeblich bieten bei Renato Neto. Ist das ähnlich? Der Preis ist 4,8 bis 5 Millionen. Ich habe mich dann entschieden, okay, machst du bei den Donker zumindest mal ein kleines Angebot. 4 Millionen, also 4,5, 4,6 genau Marktwert. Kann man ja mal versuchen, aber ist halt so eine Sache und ist allgemein auch nicht so das Idealste. Wir haben Angebot für Hiroshi Kiyotaka vom FC Watford über 11 Millionen. Das ist, wenn man einen Marktwert von 8,5 Millionen bedenkt, relativ viel. Allerdings wollen wir das natürlich nicht annehmen, denn das ist unser Spielmacher, einer der wichtigsten Spieler, wie wir in der Vorbereitung auch gesehen haben, und dementsprechend nehmen wir das erstmal ab. Katsikas ist dann ein Spieler, den ich ja rausgestrichen habe, genauso wie Hakim Ziyech. Einfach zu teuer, die beiden. Tornstra ist an sich interessant, aber auch den, naja, streiche ich eher aus meiner Verlosung raus, weil ich den halt einfach nicht so geil finde, wie er sein könnte. Wir machen weiter mit der Bundesliga, haben da einige interessante Spieler, unter anderem Mali, Maxim oder auch ein Valentin Stocker. Allerdings, ist da auch die Frage, wie realistisch das ist. Teilweise ist der Realismus mehr gegeben, als wenn man einen aus dem Ausland holt, teilweise aber auch nicht. Von daher müssen wir mal sehen, was da so passieren wird in dieser Episode. Ich kann euch sagen, es wird noch ein bisschen was Cooles passieren, beziehungsweise ein bisschen was Krasses. Maya Yoshida ist auch ein Spieler, den ich extrem interessant finde. Enner Valencia wäre auch einer, ist mir ein bisschen zu teuer, beziehungsweise zu unrealistisch, deswegen habe ich dann die Finger von gelassen. Maya Yoshida halte ich persönlich für sehr realistisch, denn, beziehungsweise gar nicht so unrealistisch, denn der spielt zwar bei Southampton und dementsprechend bei einem guten Club mit viel Geld, verhältnismäßig im Vergleich zu uns, genauso wie Federico Fernandes, der zu teuer ist. Allerdings ist Yoshida Japaner. Und davon haben wir schon drei jetzt mittlerweile bei 96 mit ja, Yamaguchi, mit Kiyotaka und mit Hiroki Sakai. Dementsprechend wäre das als dritter Innenverteidiger, vierter Innenverteidiger zusammen mit Felipe Hoffmann Marcelo gar nicht so schlecht. Wir müssen aber Schulz loswerden. Das ist halt die Sache, ob wir das schaffen. Wir werden sehen. Wir sind in der Serie A noch am gucken. Jerry Mbakogu. Fand ich sehr interessant. Ist nämlich so ein Stürmer, der wieder ein Afrikaner ist. Davon hatten wir ja schon einige. Beispielsweise ein Yakunan oder eine Mamdjouf, die auch sehr gut funktioniert haben in unserem System. Und er ist ein physischer Stürmer, der schnell ist, kopfballstark, nicht so dribbelstark, aber halt schnell, kopfballstark, physisch stark, guter Abschluss. Erinnert so ein bisschen an Djouf. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Kann es ja zumindest mal versuchen. Spielen wir uns dann bei Bologna, die wollen natürlich, bei Carpi, Entschuldigung, bei Bologna spielt der Oikonomu. Natürlich wollen die ein bisschen Geld haben, sind aufgestiegen und wollen natürlich ihre besten Spieler jetzt nicht direkt verlieren, aber wir versuchen es trotzdem, trainieren unsere Mannschaft vorher, haben durchweg gute Ergebnisse. Hoffmann steigt im Rating auf 76, auch Albonos und Bech hatten ein Ergebnis von B und dann noch zweimal C. Ist also sehr in Ordnung. Wir gucken uns die weiteren Sachen mal so an, was dabei rumgekommen ist. Watford bietet 18 Millionen für unseren 8,5 Millionen Mann. Kiyotaka, ich sage 2. Ich würde ihn tatsächlich ziehen lassen. Ja, mal sehen, was Watford so macht. 3 Millionen möchte Southampton haben. Ich biete 2,6. 2,8 ist der Marktwert von Kollege Maya Yoshida. Da wollen wir natürlich nicht drüber gehen. Wir wollen bei Enner Valencia auch nicht über den Marktwert gehen. 6,5 Millionen wäre, was ich da biete. Ansonsten haben wir ja noch interessante Spieler, wie beispielsweise Nabil Bentaleb oder auch ein Jake Livermore, den ich aber direkt wieder gelöscht habe, weil er mir so unrealistisch erschien. Ein Graham, ich habe keine Ahnung, wie der mit Nachnamen ist. Dorrance, glaube ich. Wäre auch nicht zu unrealistisch und relativ interessant. Yunus Malli wäre in meinen Augen zu unrealistisch, Valentin Stocker auch. Deswegen habe ich die trotz einigermaßen in Ordnung ausschauender Werte runtergestrichen. Bei Alexandro Maxim mache ich dann endlich mal den ersten Move und mache die Anfrage über 7 Millionen Euro für einen Ersatzzehner, beziehungsweise für einen Ausweichzehner. Kiyotaka könnt ihr auch auf links spielen. Bei Chris Löwe, der hat noch ein Jahr Vertrag.
Und ich würde den echt gerne haben, weil das als Ersatzverteidiger beziehungsweise sogar einer, der theoretisch Albon aus Konkurrenz machen könnte, eine sehr geile Verpflichtung wäre. Die Sache ist aber, Kapi sagt hier 5 Millionen, 6,5 wollen sie haben für einen Bakogu. Denn Donka, ja, wurde abgelehnt, Hamburg und so möchten den haben, dementsprechend vergessen wir das einfach mal. Bei Chris Löwe sehen wir gleich nochmal, was die Sache ist. Ja, Bologna möchte zu viel für Oikonomo haben, das heißt, den können wir auch vergessen. Es läuft noch nicht so ganz super mit den Transfers, aber der erste ist schon mal da, und zwar ist das Maya Yoshida von Southampton. Zumindest hat Southampton schon mal angenommen, was gar nicht so schlecht ist. Stuttgart möchte gerne 11 Millionen haben, wir bieten 8,5, also den Marktwert von Hiroshi Kiyotake. Haben hier in Niederlanden ein paar Spieler gescoutet, unter anderem Albert Rusnak. Und ihr wisst Bescheid, ich liebe den Typen, denn der ist in Karrieremodus und in Ultimate Team eine richtig geile Karte, beziehungsweise ein richtig geiler Spieler, und dementsprechend versuche ich natürlich, den zu bekommen. Ob das der Fall sein wird, werden wir sehen. Auch Julian, der hat mal bei 96 gespielt, der Julian de Guzman, mittlerweile bei Toronto, Kanadier. Jonathan de Guzman ist auch ein interessanter Spieler, allerdings ist der schon 27. Wäre trotzdem eine direkte Verstärkung, weil das Rating mit 76 halt stimmt. Die Sache ist, wie viel möchte Napoli haben für den Jungen? Werden wir gleich sehen. Zunächst einmal haben wir hier Chris Löwe, da möchte Lautern, ja, möchte ihn gar nicht abgeben eigentlich. Ich biete da mal 2 Millionen, 2,8 ist der Marktwert. Ein Jahr Vertrag. Wird er wahrscheinlich nicht verlängern, also normalerweise müsste man ihn für ein bisschen günstiger bekommen als Marktwert. Aber es sieht momentan nicht so gut aus. Wir haben unseren Jugendscout, der ist zurückgekehrt, hat uns einen Topspieler mitgebracht, was sehr schön ist. Sebastian Ernst wird ausgeliehen an Crawley Town. Also es kommt ein bisschen Bewegung in die Sache. Ideal ist es trotzdem noch nicht, wie ihr schon sehen könnt. Und es wird irgendwie nicht so wirklich besser. Stuttgart akzeptiert nämlich, allerdings hat Maxime auch noch andere Angebote, beziehungsweise andere Vereine haben ja auch dieses Angebot, Lille nämlich, die haben auch diese Akzeptanz des Angebotes von Stuttgart. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Mbakogu als Stürmer, ja, sagen wir, du wirst Rotationsspieler, neben Erdinsch, neben Soburg und neben Benchop. Yoshida, ja, wollte ein bisschen mehr Geld haben, beziehungsweise ist erstmal nicht vom Rotationsspieler überzeugt gewesen und möchte jetzt mehr Geld haben, kann ich euch jetzt schon mal sagen, in den nächsten Verhandlungsrunden. Also, ich sag mal so, mit den Vereinen erzielen wir Einigungen. Aber es sind auch andere Spieler da, also irgendwas andere Vereine da, die sie haben wollen oder irgendwelche Forderungen, und das ist so ein bisschen kritisch. Lautern möchte 4,3 Millionen haben. 4,3 Millionen für Löwen. Wir haben ein bisschen Geld, so ist es nicht. Ne? Allerdings, übrigens hier Verhandlungsinfo, ne? Chris Löwe, ja. Scheiße. Also wir haben ein bisschen Geld, aber 4,3 Millionen sind einfach zu viel. Wisst ihr, das können wir uns nicht leisten bei unserem aktuellen Status. Wir machen mal dann ein Angebot für Jonathan de Guzman, 8 Millionen Marktwert, 7 Millionen. Ja, wir müssen halt aufpassen. Wir müssen halt vernünftig wirtschaften, beziehungsweise einigermaßen realistische Transfers. Ja, leider Gottes ist mittlerweile Kollege Maxim, war es gerade Löwe, bei dem es abgebrochen wurde, oder war es Maxim, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist irgendeiner jetzt zu Lille gegangen, ich glaube es war Maxim. Schon mal nicht so schön, hätte ich mich echt gerne gehabt, mit dem euch festgeplant, haben nicht bekommen. Bei Mbakogu müssen wir das Angebot auch nochmal nachbessern. Ein wichtiger Stammspieler, bei Yoshida hat er gerade schon gesehen, der will mehr Gehalt haben. Ja, dann läuft alles nicht. So einen Young hätte ich extrem gerne gehabt. Ich habe in Newcastle letztes Jahr, da ist er ja richtig durchgedreht, aber das ist halt auch so ein bisschen unrealistisch, deswegen vermeide ich das noch. Auch Nabil Bentaleb ist nicht realistisch, deswegen werden wir auch den von der Liste streichen. Es ist alles nicht so einfach, wenn man es realistisch halten will. Und dummerweise möchte Napoli 12,5 Millionen haben. Für Kollege, de Guzman. Und das ist auch wieder so Geld, wo ich sage, ungern. Weil das einfach wirklich viel, viel Geld ist, gerade für Hannover. Und auch wenn wir relativ realistisch sind mit dem Geld, was wir zur Verfügung haben, insgesamt für eine Saison, möchte ich halt ein bisschen haushalten. Und wir haben den ersten Transfer gemacht, und zwar ist das ein Bakogu. In Realität vielleicht nicht so realistisch, im Sommer zumindest, weil wir ja Benchop und Erdinsch geholt haben. Aber ich weiß ja, was Benchop und Erdinsch für Gurken sind, beziehungsweise was Erdinsch für eine Gurke war, leider Gottes. Ich mag den immer noch und bin immer noch der Meinung, wenn er Bälle bekommen und hat da Selbstvertrauen und hätte sich eingespielt, wäre der gut gewesen, aber hat er halt nicht. Und dementsprechend wechselt er im Winter und war halt eine Bratwurst im Endeffekt. Hat er jetzt bei mir auch Form runter. Alles kein gutes Zeichen. Mayo Shida lehnt zum x-ten Mal ein Angebot ab. Ich muss ihm 54.000 schon an Gehalt bieten. Und das ist schon mehr, als ich überhaupt zugewiesen habe. Aber das wird automatisch dann gemacht. Es läuft nicht so wirklich. Es läuft schleppend und sehr schleppend. Kriegen Angebot für Ceyhun Gülselam. Ich möchte 2,2 Millionen von Mainz haben. Natürlich nicht unter Marktwert abgeben. Zumal nicht einen direkten Konkurrenten. Das sind halt auch mal so die Sachen. Wenn wir Angebote bekommen, sind die von Stuttgart oder so. Übrigens steigt Erdinsch im Rating auf 76 dank des Trainings. Dementsprechend können wir jetzt endlich mal die vielversprechenden Spieler trainieren, nachdem wir Erdinsch abgeschlossen haben. Ja, Löwe weiterhin 4,3 Millionen. Also mit Lautern verhandeln wir noch. Aber haben wir abgebrochen, genauso mit de Guzman. Die sind einfach zu teuer. Es funktioniert nicht. Leroy Pearl auf der anderen Seite ist ein Spieler, ich brauche noch einen für das zentrale Mittelfeld. Ich brauche einen Abräumer, der auch ein bisschen Offensivqualitäten hat. Die Davi wäre so einer, bei dem ich mir das vorstellen könnte. Hat auch noch eine Vertragslaufzeit, 8,5 Millionen Marktwert, aber halt auch ein direkter Konkurrent. Das heißt, es ist immer schwierig, gerade in der Bundesliga. Weil wir möchten nicht an direkte Konkurrenten verkaufen. Die aber natürlich auch nicht, was komplett verständlich ist. Es ist einfach alles ein bisschen bitter und schwierig. Dann haben wir hier weiterhin abgelehntes Angebot von Maya Yoshida. Der möchte ums Verrecken viel zu viel Geld haben.
aber wir bieten es trotzdem. Einfach, weil er passt. In meinen Augen wäre es ein realistischer Transfer. Groningen möchte ja 9 Millionen für Albert Rosnack haben. Ich biete 5. Und dann kommt Mailand und bietet für Zieler. Und ich sage 37,5 Millionen. Was natürlich eine ganz schön ordentliche Summe ist. Allerdings hat Mailand auch Geld. Müssen wir mal schauen. Im Endeffekt ist das alles egal. Momentan läuft es noch nicht. Wir bieten jetzt 7,5 Millionen für Rosnack. Deutlich über Marktwert. Aber einfach, ich will ihn haben. Ich will endlich einen Zehner haben. Ich brauche ihn. Und ich werde auch bei Leroy Fer noch bieten. Einfach, weil ich glaube, dass er uns helfen kann. Ob wir die verpflichten können, ist die Frage. Momentan müssen wir mit unserem Kader so, wie er ist. Und nur mit dem Bakogo als einziger Neuverpflichtung in dieses Spiel gehen gegen Darmstadt. Ich bin gespannt, wie es wird. Wir werden es sehen. Wir haben viele Neuzugänge. Mal sehen, wie das Team funktioniert. Ich wünsche euch viel Spaß. Hoffentlich 3 Punkte im ersten Saisonspiel. Puh, und wir sehen uns gleich wieder. Hannover 96 zu Gast am Böllenfalltor. Das erste Spiel nach dem Wiederaufstieg für den SV Darmstadt. Und natürlich eine wunderbare Fan-Choreografie. Dieses kleine sympathische Stadion, dieser kleine sympathische Verein hat sich hochgemausert von der dritten Liga in die erste Liga. Und natürlich ist die Euphorie in der ganzen Stadt grenzenlos und greifbar. Die Spieler, teilweise mit Verträgen ausgestattet, die gar nicht auf die Bundesliga zugeschnitten waren. Mittlerweile müssen sie das sein. Spielerdebüts, Vrančić gewechselt von Paderborn, Jan Rosenthal gewechselt von Frankfurt. Sie haben viele Akteure geholt, die bereits Bundesliga-Erfahrung haben. Ein bisschen das Image des Aufsteigers verloren, das anders bei Ingolstadt, aber trotzdem natürlich noch eine Elf, die teilweise Spieler beinhaltet, die normalerweise gar kein Bundesliga-Format haben. Trotzdem, gerade durch den Teamgeist und durch den Teamspirit können sie überzeugen, genau das wollten sie heute natürlich tun gegen Hannover 96. Und ausgerechnet Jan Rosenthal spielte gegen seinen Ex-Verein von Anfang an von Frankfurt gewechselt. Wir schauen uns die Elf von Darmstadt an. Mantenia im Tor, davor Garic, Caldirola, Aitaj Zulu und Junior Diaz. Auf der 11, beziehungsweise auf der 10, haben wir dann Jan Rosenthal. Rechts mit der 11 Tobias Kempe, dann Vrančić und Jerome Gondorf auf der Doppel-6. Marcel Heller im linken Mittelfeld und vorne drin der Superstürmer der Zweitligasaison der vergangenen, Dominik Stroh. Engel, bei Hannover gab es einige Spielerdebüts im Tor, Ron-Robert Zieler, denkt man sich. Nein, Samuel Radlinger, das erste Mal seit Ewigkeiten kein Pflichtspiel für Zieler. Defensive Sorg, Philippe zusammen mit Marcelo und Edgar Pripp, Schmiedebach und Salif Sané auf der Doppel-6. Hiroshi Kiyotake zusammen mit Sam Maximin und Bech in der Dreierreihe. Und in der Sturmspitze Mevlüt Erdinç, der türkische Neuzugang von AS Saint-Étienne. Auf der Bank Neuzugang, ja, Charles Benchop, aber auch Neuzugang Jerry Mbakogo, gerade gekommen von Kabi, der Nigerianer. Die beiden also als Alternative. Und wir haben gesehen bei Hannover unter anderem Philippe anstelle von Hoffmann, anstelle von Schulz, der ja wechseln soll. Und es ging richtig gut los, aber nicht für Hannover, sondern für Darmstadt. Erste Aktion, 1:0, 10. Spielminute. Das geht viel zu schnell, das geht viel zu einfach. Das Böllenfalltor steht Kopf und Darmstadt führt gegen Hannover 96. Was für ein Auftakt. Dominik Strohengel, viel zu einfach gegen Marcelo, setzt sich da durch. Keiner ist richtig, der Albonos grätscht dazwischen. Der Abpraller kommt nochmal zurück zum, ja, Zweitliga-Superstar Dominik Strohengel. Und der macht sein erstes Bundesliga-Tor. Hannover versuchte zu antworten. Zar Maximin da außen mal. Der machte viele Tricks. Der beschäftigte seinen Gegenspieler. Aber nach vorne passierte nicht so wirklich was. 23 Minuten durch die erste gelbe Karte in der ersten Liga für Georgi Garic. Und die erste gelbe Karte für Darmstadt in der ersten Liga seit Ewigkeiten. Hannover kam zurück. Kam nach vorne über Ofe Bech. Neuzugang von Nordsjælland. U21-Nationalspieler Dänemarks. Ball auf Mevlüt Erdinç. Und der Türke legt einen weiter. Und zwar auf Salif Sané. Klasse Parade von Christian Martenia. Wer den Ball zur Ecke hat, da waren 29 Minuten rum und es gibt den Eckball und zwar den ersten der Partie, den ersten der Bundesliga-Saison für Hannover 96, reingebracht natürlich von Standardspezialist Hiroshi Kiyotake, klasse Vorbereitung gespielt, diese Ecke kommt auf den Kopf, allerdings ja, abgewehrt dann von der Defensive der Darmstädter und nach 30 Minuten schon weiter ein 1:0. Es ging aber nochmal nach vorne bei Hannover. Erdinç mit dem Ball auf Marcelo. Da waren sie noch nicht ganz wach, die Darmstädter hinten drin. Verteidigt ein bisschen naiv. Kiyotake mit der Flanke in die Mitte. Und der Ball kommt zu Erdinç, aber der verzieht eindeutig und stand auch im Abseits. Dementsprechend keine Gefahr für das Tor von Christian Martenia. Hannover versucht trotzdem weiter nach vorne zu kommen. Hier wieder ein Angriff von Darmstadt. Schwach geklärt aus der Defensive. Wunderbare Parade von Samuel Radlinger. Der stand im Tor wegen Zieler, weil der in Vertragsverhandlungen mit dem AC Mailand war. Was ist denn da los? Wir werden es in den nächsten Wochen erfahren. Dann Ball nach vorne auf Salif Sané, der kann den gar nicht erreichen, aber Martenia mit dem Riesenfehler und Sané macht das 1:1, 44. Minute, Überraschung am Böllenfalltor, Hannover macht den Ausgleich bis zu diesem Zeitpunkt, hat nur Sané aufs Tor geschossen, nur Sané eine gefährliche Chance gehabt mit seinem Schuss nach knapp 20 Minuten und jetzt macht er das 1:1, die Fans, die mitgereist, natürlich euphorisiert jetzt der Favorit dieser Partie. Hat den Ausgleich gemacht und das für den Fehler von Martenia, wir sehen es hier, nimmt den Ball an und viel zu lässig und Sané grätscht einfach dazwischen und grätscht den Ball ins Tor. 1:1, wir gehen in Halbzeit 2, wir gehen zu Rosenthal, die Riesenchance gegen Radlinger und der Nachschuss geht auch am Tor vorbei.
Darmstadt bastelt an der Sensation und Hannover ließ sich hinten reindrängen. 78. Minute, das ist Kempe mit der Flanke in die Mitte abgewehrt von Radlinger. Und das ist Jerome Gondorf, Sechser seines Zeichens, setzt sich gegen Sané durch und zieht einfach mal ab. 2:1, 79. Minute, Darmstadt wieder in Führung. Und durch was für ein schönes Tor von Jerome Gondorf. Das musst du erstmal so machen, den Mut musst du erstmal haben, von abzuziehen. Radlinger chancenlos, hat den Ball rausgefaust und dann lässt sich Sané da mehr oder weniger verlassen. Es war gar nicht Sané, es war Neuzugang Makoko mittlerweile eingewechselt. Und dann zieht er einfach ab und dann passt das Ding genau in der kurzen Ecke im Winkel und Darmstadt führt im ersten Bundesligaspiel seit über 30 Jahren mit 2:1 Hannover. Versucht verzweifelt zurückzukommen. Die Flanke in die Mitte auf Bench, aber ebenfalls eingewechselt, aber der Kopfball geht aufs Tor von Martenia, allerdings nicht gefährlich und das war die letzte Aktion der Partie. Darmstadt gewinnt nach Abstinenz von über 30 Jahren die erste Partie in der Bundesliga und das ist verdient gegen Hannover 96. Sowohl Gondorf als auch Strohengel mit wunderbaren Toren im ersten Spiel nach Ewigkeiten und somit ist Darmstadt mit 3 Punkten richtig gut gestartet. Hannover mit vielen Neuzugängen und mit einer neu formierten Defensive absolut schwach gestartet. Da muss einiges passieren. Transfers müssen passieren. Und wir sind vor allem gespannt, was mit Nationaltorwart Ron-Robert Zieler passiert. Wir werden es in den nächsten Wochen erfahren. Darmstadt gewinnt am Böllenfalltor die erste Partie der Bundesliga mit 2:1 gegen Hannover 96. Das war offensiv einfach eine Katastrophe, Freunde. Das geht so nicht. Das können wir so nicht machen. Das ist alles andere als gut gewesen. Da müssen wir gerade gegen Darmstadt, das ist ein Aufsteiger, da müssen wir besser stehen. Gerade defensiv und Mario Yoshida wird uns in Zukunft dabei helfen, denn er wechselt von Southampton jetzt doch endlich mal. Wir kriegen ein Angebot von Bologna für Sané, aber die wollten uns Ökonomo nicht geben, deswegen geben wir denen sicherlich nicht meinen Lieblingsspieler. Soweit kommt's noch. Wir werden aber noch mal ein bisschen rumverhandeln und zwar mit Didavi. Da versuchen wir nochmal mit 6 Millionen, 6,4 sagt unser Scout, also 4,6, da könnte es gehen, 6,4 sollte es gehen. Wird es gehen natürlich nicht. Und dann bietet Mailand 24 Millionen für Zieler. Und ich sag 28, 29,5, weil ich mir dachte, nie im Leben bezahlen die so viel für Ron-Robert Zieler, nie im Leben. Und natürlich werden sie das auch nicht tun. Muriel ist ein Spieler, den wir da scouten können, Young Poli. Und dann plötzlich, ja, die Akzeptanz des Angebots für Rusnak. Das heißt, unseren Zehner haben wir schon mal. Wichtiger Stammspieler wird da 45.000 Gehalt, 4-Jahres-Vertrag. Das ist ordentlich. Das ist in Ordnung. Das ist für das Geld vielleicht mit die beste Lösung, weil ich weiß, wie gut der ist und weil ich weiß, dass es gar nicht so unrealistisch ist, dass er eventuell irgendwann zu Hannover wechselt. Wir machen weiter und dann kommt die Inakzeptanz. Natürlich mal wieder von Stuttgart. Die Davi, 8,5 Millionen, ich biete den Marktwert. Sie wollen 13 haben für einen Spieler, der diesen Vertrag ausläuft. Das geht gar nicht und das machen wir natürlich auch nicht. Aber wir versuchen irgendwie ranzukommen. Wir versuchen irgendwie den Zehner noch zu verpflichten. Er könnte theoretisch auch bei 8 spielen oder so. Wir versuchen ihn einfach zu bekommen. Genauso versuchen wir auch Leroy Firth zu bekommen. Das machen wir, glaube ich, in der nächsten Episode. Wir werden sehen, auf jeden Fall laufen die Transfers langsam an. Ja, Hoffmann hat schon wieder ein A. Das heißt, der steigt munter weiter. Das ist natürlich wunderbar. Somit wird er in der nächsten Partie auch spielen. Und dann guckt euch das an. Mailand akzeptiert das Angebot für Ron-Robert Zieler und jetzt kommt nur noch die Vertragsverhandlungen an und wenn die klappen, wechselt Ron-Robert Zieler, dann ist unser Kapitän, also mein Kapitän, mein vorgesehener Kapitän weg, unser Torwart und das kurz vor Ende der Transferperiode. Das ist der absolute Super-GAU und wir müssen natürlich sofort Torhüter suchen, gar keine Frage. Schreibt mir in die Kommentare, was denkt ihr? Schaffen wir ohne Zieler überhaupt einen Klassenerhalt? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, das ist ein riesen Schockmoment gewesen, als ich gesehen habe, dass sie es angenommen haben. Vor allem, ich kann es ja nicht rückgängig machen, ne? Naja, egal. Die Davi, sie wollen einfach nicht nachgeben. Es verlangen sie mittlerweile 14 Millionen. Ich biete 9 über Marktwert. Total dämlich eigentlich. Aber wir haben zumindest einen neuen Spieler. Und das ist Albert Rusnak. Das heißt, wir haben einen neuen Zehner. Und der, naja, ist zumindest schon mal ein cooler Neuzugang, weil ich den mag. Wir werden sehen, wie er einschlagen wird. Wir werden sehen, wie wir noch holen werden. Jetzt geht es erstmal gegen Leverkusen. Zweites Spiel der Bundesliga-Saison. Gegen Darmstadt verloren. Die Punkte müssen wir jetzt wiederholen. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wir sehen uns gleich wieder. Nach dem enttäuschenden 1:2 im Böllenfalltor, das erste Heimspiel der Saison für Hannover 96 in der heimischen HDI Arena gegen Bayern 04 Leverkusen. Die waren richtig gut in die Saison gestartet, unter anderem mit einem Dreierpack von Stefan Kießling, der zusammen mit Chicharito, dem mexikanischen Neuzugang von Manchester United in der Sturmspitze, stand. Bei Hannover deutete sich groß sein. Nationaltorwart Ron-Robert Zieler war mit einer Einigung konfrontiert worden, beziehungsweise er hatte eine Einigung erzielt, und zwar mit dem AC Mailand. Es scheint so, als würde er wechseln. Es scheint, als würde der Kapitän, der vorgesehene Kapitän von Trainer MGT Hannover 96 verlassen und zum AC Mailand wechseln.
Und das ist natürlich eine große Aktion. Hannover muss einen Ersatz finden und das kurz vor in der Transferperiode. Kießling hatte heute als Gegenüber Samuel Radlinger, der wieder im Tor stand, genauso wie gegen Darmstadt, sorgt davor zusammen mit Hoffmann, Marcel und Albonos. Das heißt, zwei Wechsel in der Defensive, Prib raus und auch Philippe raus, dafür Hoffmann und Mikko Albonos neu. Schmiedebach unternehmen Mittelfeld davor, Bech, Kiyotaka auf der linken Seite, natürlich wieder Alain Saint-Maximin und in der Sturmspitze. Er spielte heute nicht Mevlüt Erdinç, doch Mevlüt Erdinç. Der Türke bekam nochmal eine Chance. Bedleno im Tor, auf der anderen Seite Hilbert, davor mit Papadopoulos, Toprak, Wendell auf der 6, Lars Bender, Christoph Kramer, Karim Bellarabi, Çalhanoğlu, Kiesling, Hernandez in der Offensive. Das war schon ein bisschen hochkarätiger als bei Hannover 96, die mit Problemen gestartet waren. Mevlüt Erdinç hatte eine richtig schlechte erste Partie gezeigt. Heute wollte er das Ganze besser machen, hat unter der Woche im Interview gesagt, er wolle beweisen, dass er ja es besser können als in den letzten Partien. Noch in der Vorbereitung, am Anfang richtig gut gespielt, dann nachgelassen. Mal sehen, wie das heute werden sollte. Wir springen einfach rein in die Partie, wir springen rein in die erste Szene und die war auf Seiten von Hannover, denn die kam richtig gut rein in diese Partie. Das ist Uffe Bech beim Einwurf, der spielt auf Sané und der flankt einfach mal nicht, sondern spielt auf Oliver Sorg und der versucht es mit dem Schuss im 16er abgefälscht dann. Karaman war übrigens in der Startelf kurzfristig noch reingerückt für Alain Saint-Maximin, der ein bisschen angeschlagen war und dementsprechend nicht spielte. Er den Stand auf der Außenbahn, es gibt einen Freistoß nach 26 Minuten. Karaman hat übrigens ja den Vorzug von Neuzugang Rusnak erhalten, der ist erstmals auf der Bank, der neue Slowak gekommen von Groningen für über 7 Millionen. Kiyotake mit der Flanke in die Mitte. Seine Position war bedroht durch diesen Neuzugang, denn Rosnack, ausgebildeter Zehner, kann auch außen spielen, allerdings normalerweise standesgemäßer Zehner. Ecke von Kiyotake in die Mitte, Bernd Leno ist da. Hannover spielte besser in der Anfangsphase, aber Leverkusen natürlich hochklassiger. Das ist Chicharito, Neuzugang, wie gesagt, von Manchester United. Das sagt einiges über die Qualität der Leverkusen aus. Setzt sich durch, geht in den 16er, legt zurück auf Bellarabi und der Schussversuch über den Kasten. Radlinger muss nicht eingreifen. Zieler, ja, wäre da wohl auch nicht hingekommen, beziehungsweise hätte da auch nicht hingemusst. Allerdings, ja, blieb es so beim 0:0. Kiesling ohne Schuss, ohne Tor. Dreierpack im letzten Spiel. Bisher hat man heute noch nichts von ihm gesehen. Zweite Halbzeit, wir springen rein. 48. Minute. Çalhanoğlu kriegt den Ball auf der Außenbahn. Nochmal zurück auf Bender, der auf Christoph Kramer. Chicharito dreht sich krass um die eigene Achse, macht das 1:0. 49. Spielminute. Der Mexikaner mit seinem ersten Tor in der Bundesliga. Radlinger chancenlos. Und das war einfach nur schwach verteidigt. Aber auch klasse gespielt von den Leverkusener. Die Werkself macht das wunderbar. Der klasse Pass im Mittelfeld von Çalhanoğlu auf Bender. Nochmal zurückgespielt und dann Chicharito mit der wunderbar im Ballannahme, Hoffmann kann gar nichts machen und Radlinger ist chancenlos. Es steht 1:0 für Leverkusen, andere Seite Kiyotake mit dem Freistoßversuch, Leno ist in der unteren Ecke, in der bedrohten Ecke und faustet den Ball zur Ecke weg, dementsprechend weiterhin 0:1, die Ecke reingebracht von Uwe Bech, der Kopfball von Hoffmann, allerdings knapp am Tor vorbei, es blieb weiter im Rückstand für Hannover und das sah nicht gut aus momentan, es ging sogar schlechter weiter. Hernandez leitet den Angriff selber ein auf Çalhanoğlu, der setzt sich außen durch gegen Oliver Sorg, der Türke macht das klasse, die Flanke in die Mitte, Chicharito 2:0, die Entscheidung, 71. Minute, der Mexikaner schnürt den Doppelpack und das war richtig gut gemacht. Hoffmann kommt zu spät. Natürlich die Wucht des Mexikaners, die kleine Erbse kann auch springen und das zeigt sie hier eindrucksvoll. Mit viel Anlauf springt sie in die Flanke von Çalhanoğlu und dann ist Radlinger wieder chancenlos. Steht 2:0. Hannover versucht nochmal zurückzukommen über Albonos auf den eingewechselten Kiyotake. Sané versuchte es, hat im ersten Spiel schon getroffen. Kiyotake wurde übrigens nicht eingewechselt, sondern stand natürlich in der Startelf. Ändern tat auch nichts, denn Hannover verliert auch das zweite Spiel der Bundesliga-Saison. Chicharito machte beide Klassentore für seine Werkself. Leverkusen dementsprechend mit dem idealen Start 6 Punkte aus 2 Spielen. Hannover 0 Punkte aus 2 Spielen. Es muss sich einiges ändern. Abgang des Kapitäns. Was soll das werden bei Hannover? Wird es wieder so eine solche Saison wie letztes Jahr? Es scheint sich abzuzeichnen. Wir müssen abwarten, was unter der Woche passiert. Erstmal verliert Hannover 96 zu Hause in der HDI-Arena vor heimischem Publikum mit 0:2 gegen Bayern und Leverkusen. Und das leider auch hochverdient. Es läuft nicht, Freunde. Es läuft nicht, so wie ich es geplant hatte. Ich hatte geplant, dass wir die ersten beiden Spiele eventuell mit, ja, so 4 Punkten oder so bestreiten. Das funktioniert nicht ansatzweise. Wir haben 0 Punkte und wir müssen was tun. Wir haben unseren Torwart verloren. Verwirrung und Zukunft von Adler. Das ist auch noch bei Hamburg, läuft es also auch nicht so wirklich. Albert Rusnak war übrigens noch gar nicht im Kader. Habe ich gerade scheiße kommentiert. Es tut mir leid. Aber auch sowas passiert mal. Wir sondieren ein bisschen den Markt. Fabian Giefer wäre eine Option. Sven Ulreich wäre sogar auch eine Option. Die werde ich später nochmal dazuziehen. Und Rusnak nehmen wir jetzt an. Und jetzt steht er im Kader. Es tut mir leid. Ich habe gerade ein bisschen verpeilt, aber ich denke, so schlimm war es nicht. Im Endeffekt war ich einfach durch den Wind, weil wir verloren haben. Nächste Episode muss vieles besser werden. Ich hoffe trotzdem, heute hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich mit vielen Transfers und Lösungen, damit wir die ersten Punkte der Saison einfahren. Bis dann. Haut rein und schauen. Haut rein und schauen. Haut rein und schauen.